Wir treffen uns wieder in Biergärten, wir fliegen in den Urlaub, ja, wir können sogar wieder ein bisschen feiern. Bei uns in Deutschland scheinen Angst und Einschränkungen durch Corona im Moment nicht mehr so präsent zu sein. Doch anderswo, da wütet das Virus regelrecht. Die Krankheit und die wirtschaftlichen Folgen ihrer Bekämpfung treffen dabei besonders die, die ohnehin schon keine gute Ausgangssituation hatten, nämlich Entwicklungs- und Krisenländer. Wir haben ganz große Angst, dass es in Südafrika, dass es in ganz Afrika mit der Corona-Krise unendlich schlimm wird. Der Lockdown trifft die Menschen hart, weil sie täglich ums Überleben kämpfen. Wenn Corona sie nicht tötet, dann könnten sie an Hunger sterben. Die Corona-Pandemie kommt zusammen mit dem, was der Krieg angerichtet hat und die jetzt von der Pandemie betroffenen Menschen sind teilweise auch dieselben, die eben schon unter den Folgen dieses Krieges zu leiden haben. Tote wurden auf die Straße gebracht, weil sie nicht abgeholt worden sind. Also entweder waren die Beerdigungsinstitute völlig überfordert oder sie haben geschlossen, weil sie Angst gehabt haben, sich selbst zu infizieren. Die Corona-Krise, sie betrifft nicht nur uns. Sie trifft vor allem die Entwicklungsländer. Länder, in denen sich Menschen keine Arztbesuche leisten können. Ecuador, im Westen Südamerikas. Ein kleines Land, in dem die Pandemie besonders schlimme Folgen hat. Tausende Menschen sind schon an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. In Bayern kommen Mitte April die ersten schlimmen Nachrichten an. In seinem Homeoffice bei Benedikt Beuern kann Sebastian Bugel vom Erzbistum München und Freising kaum glauben, was er sieht. Am Anfang kursierten ja die Berichte von diesen Videos, dass Leichen auf den Straßen liegen. Das haben wir erstmal als Fake News abgetan. Bald ist dann doch klar geworden, dass das keine Fake News waren, sondern schon apokalyptische Szenen. Von daher war das eine sehr drastische Situation, die ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich nachempfinden kann. Sicherlich gibt es viele Ecuadorianer in Spanien, wo die Krise ja auch sehr stark ausgebrochen ist. Und viele Ecuadorianer sind zu dem Zeitpunkt Januar, Februar zurückgekehrt nach Hause oder besuchen ihre Eltern und haben dann wahrscheinlich das Virus mitgebracht. Markus Linsler koordiniert die Zusammenarbeit der katholischen Kirche in Ecuador und der Erzdiözese München-Freising vor Ort in Quito, der Hauptstadt des Landes. Schon vor Corona war die politische Lage hier schwierig. Die Pandemie wird jetzt zur Zerreißprobe. Korruptionsaffären, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit. Die Kirche als Anker wird da immer wichtiger für die Menschen. Die Reaktion der Kirche war halt Begegnungen über Helikopter und viele Gottesdienste über Facebook oder über Zoom, also online, die ganze Zeit. Und andererseits ist man sehr stark im karitativen Bereich aufgeblüht in der Kirche. Also man hat viele Lebensmittelverteilstationen geöffnet und Spenden akquiriert. Der Staat ist auch aufgesprungen, weil der Staat gesagt hat, also wir docken uns lieber bei euch an, weil ihr seid glaubwürdiger als wir. Weil die Regierung auch diesen ganzen Ausnahmezustand scheinbar nutzt, um politische Dinge durchzudrücken. Man versucht, diese Angst auch irgendwie hochzuhalten. Also im Oktober gab es hier ja Aufstände, wo der Ölpreis oder der Spritpreis sozusagen Subventionen gekürzt wurden. Und das ist jetzt passiert. Das hat man jetzt gemacht. Und das kann man sich jetzt erlauben, weil es kann ja niemand sozusagen demonstrieren, die Universitäten sollte das Budget gekürzt werden, die Arbeitnehmerrechte werden jetzt gekürzt. Schon ziemlich, ja, krass. Die Toten, das wird nicht das sein, was den Menschen wirklich Angst einjagt. Angst macht ihnen, wie soll ein Leben überhaupt danach noch weitergeführt werden? Wie können Arbeitsplätze wieder geschaffen werden? Wie können die Arbeitslosen wieder in Lohn und Brot gebracht werden? Die Armut wird sichtbarer werden. Die Leute werden mehr auf die Straße gehen und vielleicht wird es auch wieder zu Aufständen kommen. Also es ist ungewiss, wie lange sich die Regierung halten kann,
wenn sie die Gesetze und Regelungen ständig oder stets für die macht, denen sowieso ganz gut geht. Die Corona-Krise stellt ohne Zweifel auch Regierungen auf die Probe, und zwar knallhart. Welche Entscheidung ist richtig, welche falsch? Die Unsicherheit war und ist ja auch bei uns spürbar. Dort, wo Krieg herrscht, wo täglich erbittert gekämpft wird und ohnehin schon Chaos ist. Wie kann man da auch noch eine Pandemie in den Griff bekommen? Die Ukraine in Osteuropa. Ein Land, das zwei große Krisen gleichzeitig meistern muss. Seit 2014 herrscht hier, nicht weit von der Grenze zur Europäischen Union, Krieg. Pro-russische Kräfte kämpfen für die Abspaltung zweier Provinzen von der Ukraine. Millionen Menschen sind täglich auf Unterstützung angewiesen. Renovabis, das Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche, versucht zu helfen, wo es geht. Unterstützt von seinen Projektpartnern, wie zum Beispiel der Caritas. In der Ukraine trifft die Coronavirus-Epidemie auf ein Land, das bereits schwer unter den Lasten des seit 6 Jahren andauernden Krieges zu leiden hat. Man könnte sagen, dass dieser Konflikt, den wir dort heute in der Ostukraine haben, noch eine weitläufige Folge auch des Zusammenbruchs der Sowjetunion gewesen ist. Die Ukraine, die sich zu Europa hin orientiert hat, ist Moskau ein Dorn im Auge. Der Krieg ist von außen in dieses Land hineingetragen worden. Es ist nicht das, was man manchmal hört, dass es ein Bürgerkrieg zwischen Ukrainern und Ukrainern ist. 2014 im Juni sind eben von hier die russischen Streitkräfte gekommen und haben die Separatisten in diesen Gebieten unterstützt. Es sterben nach wie vor jeden Tag in der Ostukraine Menschen. Insgesamt spricht man von zwischen 13.000 und 13.500 Toten seit Beginn dieses Krieges. 2,8 Millionen Menschen sind obdachlos geworden, sind auf der Flucht. Also eine dramatische Situation, insbesondere in der sogenannten Pufferzone ist es schwierig. Das ist dieser mehrere Kilometer umfassende Gürtel zwischen den ukrainischen Militärs und den russischen. Und in diesem Gebiet der sogenannten Pufferzone leben eben auch jetzt noch Menschen, vor allem ältere Menschen. Das Ehepaar Anatoli und Maria Kolovko zum Beispiel. Bei ihnen schlug im Schlafzimmer eine Splittergranate ein. Beide waren da zum Glück nicht in diesem Raum. Sie wurden nicht verletzt. Zumindest nicht körperlich. Aber seelisch sehr wohl. Die Senioren haben Angst. Die alten Menschen zu versorgen war auch vor der Corona-Pandemie schon ein großes Problem. Und wir haben jetzt von der Caritas Ukraine gehört, dass natürlich die Situation noch viel dramatischer ist und die Versorgungssituation für die alten Menschen noch schwieriger geworden ist. Und hier können wir schon einiges tun, indem wir bei der Unterstützung der Hilfe für obdachlose Menschen, für benachteiligte Familien etwas tun, dass wir dort eben bei der Versorgung helfen. Wir konnten jetzt in der Corona-Pandemie auch das medizinische Personal unterstützen. Die Kirchen versuchen, die Hilfe für die Menschen zu leisten, die der Staat nicht leisten kann. Die Caritas in der Ukraine, aber auch andere kirchliche Organisationen haben ihre Tätigkeit ausgeweitet. Sie haben Suppenküchen eingerichtet. Sie versuchen, die Menschen zu verpflegen, die keine Möglichkeit haben. Doch auch hier gibt es Einschränkungen. Viele Hilfsorganisationen sind auf Spenden angewiesen. Und die sind in Zeiten von Corona natürlich schwerer zu bekommen. Am Pfingstsonntag, an dem eigentlich die große Renovabis Pfingstkollekte stattfindet, waren natürlich nur wenige Menschen in den Kirchen, bedingt durch die Corona-Pandemie, sodass wir also mit einem gewaltigen Ausfall hier auch rechnen. Wir können noch keine konkreten Zahlen nennen, aber wir rechnen damit, dass die Pfingstkollekte vielleicht ein Drittel von dem ausmachen wird in diesem Jahr als in den Vorjahren. 2 Millionen Euro könnten deshalb fehlen. Geld, das in der Krise dringend benötigt würde. Renovabis hofft deshalb verstärkt auf Online-Spenden. Krieg und Gewalt herrschen leider in vielen Ländern der Erde, zum Beispiel auch in Somalia. Die Erzdiözese München und Freising hat deshalb ihre Corona-Hilfen für dieses Land um weitere 100.000 Euro aufgestockt. Überhaupt ist das Virus für ganz Afrika eine Bedrohung. Hungersnöte haben sich weiter verschärft und die medizinische Versorgung ist schlichtweg katastrophal. Die meisten Infektionen gibt es derzeit im Süden des Kontinents. Südafrika.
Hier galten bis vor wenigen Wochen mit die weltweit strengsten Corona-Regeln. Knallharte Ausgangssperren, nicht mal Sport war draußen erlaubt. Trotzdem haben sich bereits mehr als 300.000 Menschen angesteckt. Täglich kommen rund 10.000 dazu. Südafrika zählt damit weltweit zu den Ländern mit den meisten Neuinfektionen. Die Angst ist hier besonders groß. Die Spitze erwarten wir im September 2020. Der Gesundheitsminister von Südafrika geht davon aus, dass 60-70% der Gesamtbevölkerung Südafrikas, und das sind etwa 59 Millionen, also ca. 40 Millionen, sich im Laufe der Zeit mit dem Virus anstecken werden. Ein epidemiologisches Institut geht davon aus, dass bis zu 351.000 Menschen in Südafrika durch das Coronavirus sterben werden. Unser großes Problem ist, dass es sehr viele Menschen gibt in Elendsvierteln, die ganz eng aufeinander wohnen. 10, 15 Menschen in einer Hütte, die können sich nicht voneinander fernhalten. Die haben weder Wasser noch Seife, um sich die Hände zu waschen. Und viele von ihnen sehen die Gefahr noch nicht ein. Das ist ähnlich, wie es mit der AIDS-Infektion anfangs war, dass man den unsichtbaren Feind nicht erkannt hat. Erst später, als die Leute reihenweise gestorben sind. In solchen Ländern war auch vor der Pandemie schon das Gesundheitssystem sehr unzureichend. Und jetzt kommt so etwas noch obendrauf. Das zerbirst natürlich ein solches System erst recht. Von daher stellt dieses Virus eine ganz große Herausforderung auch für den afrikanischen Kontinent dar. Wenn wir uns vor Augen stellen, dass viele, viele Personen überhaupt keinen Zugang, keinen schnellen Zugang zu Krankenhäusern, zu Gesundheitssystemen haben, viele Personen, besonders Kinder, Säuglinge, sind natürlich dann auch sehr stark dem Risiko ausgeliefert, auf dem Weg, der oft Tage dauert, dann zu sterben. Wir südafrikanischen Malteser tun, was wir können. Wir betreiben ein großes stationäres Hospiz. In diesem stationären Hospiz betreiben wir zum einen AIDS-Behandlung. Wir haben über 700 Patienten in AIDS-Behandlung, aber auch einige geriatrische Patienten, die aufgrund körperlicher Schwäche und ihres hohen Alters ebenso zur Hochrisikogruppe gehören. Auch in unserem Kinderheim haben wir Kinder mit Vorerkrankungen, die sie zur Risikogruppe mit hinzuzählen lassen. Unsere Hilfsbedürftigen haben keinen Knopf Geld in der Tasche. Das sind Menschen, die Krankenversicherung nicht mal schreiben können, geschweige denn, dass sie eine hätten, weil sie in Südafrika nicht in die Gunst einer gesetzlichen Krankenkasse fallen, sondern Menschen, die nicht wohlhabend sind, sich keine freiwillige Krankenversicherung leisten können. Mit anderen Worten, dass sie eben auf Almosen angewiesen sind, beziehungsweise auf unsere kostenlose Hilfe. Äthiopien in Ostafrika. Ein Land, in dem das Virus zumindest offiziell erst spät ankommt. Bis Ende Mai wurden nur 1.000 Infektionen gezählt. Seitdem steigen die Zahlen rasant. Achtmal so viel sind es jetzt im Juli. Und das, obwohl es nur wenige Tests gibt. Es herrscht Ausnahmezustand. Das Leben in Äthiopien steht still. Monsignore Huber von Missio München kennt das Land ganz genau und macht sich deshalb große Sorgen. Die Leute hier leben ganz anders als in ihrem Teil der Welt. Viele haben keinen Kühlschrank oder irgendwas, womit sie Lebensmittel haltbarer machen können, um längere Zeit zu überbrücken. Es ist einfach zu sagen, bleib zu Hause, aber sie brauchen ja irgendwoher Lebensmittel. Für 110 Millionen Einwohner hat das Land gerade einmal
150 Intensivbetten. Auf dem Land gibt es kaum medizinische Versorgung. Die Angst vor einem Kollaps des Gesundheitssystems ist riesig. Aber auch die Folgen des Lockdowns sind katastrophal. Menschen, die täglich ums Überleben kämpfen, stehen vor dem Nichts, besonders in den Elendsvierteln. Menschen, die auf der Straße leben, die Straßenkinder, sie sind auf Betteln angewiesen. Aber die Straßen sind leer, wegen dem Lockdown. Das gilt auch für die Älteren. Sie können nicht betteln, um ihr Überleben zu sichern. Wir haben jetzt verschiedene Hilfsprogramme angestoßen, um diese Leute zu versorgen. Zum Beispiel versuchen wir ihnen Unterkünfte zu geben und wenigstens einmal am Tag was zu essen. Hier habe ich jetzt erlebt, dass die Schwestern und auch die Pfarrer eine ganz besondere Rolle spielen und die eben dort tagtäglich Mahlzeiten ausgeben. Medizin aus anderen Ländern zu importieren ist momentan schwierig, weil diese Länder die Medizin selbst brauchen. Deshalb ist es für Äthiopien, für ganz Afrika eine schwierige Zeit. Ich glaube, dass wir heute da auch schauen sollten, dass wir diesen Blick nicht verlieren und nicht nur auf uns schauen. Die Gesundheitsstation von Schwester Meskel im Süden Äthiopiens ist Anlaufstelle für die Armen. Zu ihr kommen vor allem Menschen, die durch unsauberes Wasser, durch Hunger oder Infektionen krank werden. What's about you in your... Wie sieht es bei euch im Krankenhaus aus im Moment? Wir hatten von heute früh bis jetzt schon 45 Patienten. And not because of Corona. Aber nicht wegen Corona. Yeah, not because of Corona. Nein, nicht wegen Corona. Wegen Malaria, Gelbfieber, mit den typischen Krankheiten. Okay. So far we don't have a serious case. Okay, okay, okay. So you are well prepared and... Pardon? You are prepared. Ihr seid aber vorbereitet für schwere Fälle. Wir haben ein paar Medikamente da. Wir warten einfach ab. Wir versuchen euch zu unterstützen und geben unser Bestes. Ich denke, dass gerade in den Krisenzeiten sich dann eben auch Menschlichkeit bewährt. Wir miteinander dürfen sehen, dass wir alle gleich sind und dass uns und jedem und jeder eine besondere Würde zukommt und diese zu erhalten, diese zu gestalten, das glaube ich ist in einer Krise dann noch einmal eine ganz besondere Herausforderung. Denn die Krise, sie trifft uns alle. Aber für die Ärmsten der Armen, für sie ist Corona mehr als eine Krise. Es ist eine Katastrophe, die man nur gemeinsam als Weltgemeinschaft meistern kann.